Zentrale und als erstes grundsätzlich sucht sich eine Örtlichkeit, wo sie gut kann umrüsten. Sie fährt jetzt her, natürlich schon dringlich, weil der Zeitfaktor eine Relevanz hat. Wir machen jetzt hier in den Einfahrtsbereich rein. Sie suchen da Position, werden dann, Sie sehen, dass wenn sie aussteigen, in der regulären Uniform, wo sie unterwegs sind, aussteigen und tun eigentlich von leichter Ausrüstung, wo sie wie jeder andere Stadtpolizistin und Stadtpolizist anhaben, mit der Schutzweste, tun sie auf schwer umrüsten. Das persönliche Material haben unsere Leute immer auf den Fahrzeugen. Optionen da, also grundsätzlich schwere Weste, aber natürlich dann auch die Option, entweder der leichte Helm oder der schwere Helm, Langwaffe oder Zusatzbewaffnung, einfach das, was sie direkt mitführen auf einer so einer Patrouille. Natürlich ist das ein gewisser Zeitdruck. Sie könnten es auch noch schneller machen. Wir haben aber bewusst gesagt, dass sie auch etwas sehen, dass da jetzt nicht gerade hetzen. Der Zeitfaktor, respektive auch die Entscheidung, rüste ich um oder nicht. Im Normalfall wird immer umgerüstet. Da geht es um die eigene Sicherheit. Wenn es natürlich eine Einsatzlage ist, wo es jetzt, ich sage jetzt, in einer lebensbedrohlichen Einsatzlage, wo amokmässig jemand unterwegs ist, dann ist es auch bei uns ein Element, da geht man direkt vor Ort und versucht Einfluss zu nehmen. Nicht nur die Interventionsleute, natürlich auch alle Stadtpolizistinnen und Stadtpolizisten, die unterwegs sind, uniformiert primär, aber natürlich auch Zivile, die dann dort direkt in eine Einsatzlage hineingehen. Da sehen Sie auch wieder den Vorteil von einer Stadt. Natürlich auf relativ engem Gebiet relativ viel uniformierte Polizistinnen und Polizisten, die man direkt zusammenziehen kann. Das ist natürlich in grösseren Kantonen viel schwieriger, weil die Elemente natürlich viel weiter auseinander sind und zuerst lange ihren Weg hinter sich bringen, bis vielleicht an einem Einsatzort sind. Sie haben es gesehen, da, die Umrüstung, das braucht alles, vor allem auch der Bereich Kommunikation, die Optionen unter dem Helm, dann eben auch können zu kommunizieren. Die Patrouille hat jetzt entschieden, dass sie leichte Ausrüstung nehmen, also der leichte Helm, nicht der schwere. Das kommt auf die Einsatzlage drauf an. Das ist der Einsatzleiter auf dem Fahrzeug, der das bestimmt. Und sobald sie schwer ausgerüstet haben, werden die Langwaffen, die eine Relevanz haben für den Einsatz, behändigt. Zum Beispiel auch der Taser wird mitgenommen. Und eigentlich dann, wenn sie voll ausgerüstet sind, werden sie nachher in Einsatz verschieben. Und jetzt bitte ich alle Leute da Richtung Brücke, die da auf der Straße stehen, ein bisschen auf die Seite stehen, weil sie werden jetzt dann da in Richtung Brücke davor fahren. So sieht das aus, wenn ein so ein Auftrag kommt. Und Sie sehen jetzt innerhalb von einer kurzen Zeit, ist aus diesen drei Streifenleuten auf der Alarmpatrouille eigentlich ein schweres Element geworden, ein Dreierelement, wo jetzt eine Tödlichkeit kann verschieben und dort als Notelement oder sogar als Zugriffselement den Einsatz dann entsprechend schon umsetzen. Okay, das wäre